Ja, hab ich mitbekommen. Die Dortmunder vom Rentner, vom Altersheim persönlich haben die auf den Sack gekriegt. Ja, Meisterschaft ist safe, klar. Also da sollte nichts mehr anbrennen, ne? Ein Spiel von den zwei werden die safe gewinnen. Und ja, Dortmund ist selber schuld, so dumm wie die sind, muss man ganz klar sagen. Ja, ich nehme gerade nebenbei ein Video auf, ich rufe dich später zurück, können wir noch ein bisschen bequatschen. Pizarro, die alte Maschine, auf jeden Fall. Heute wird ordentlich Pizza gegessen, denn der hat ordentlich Pizza geliefert, der Kollege. Oh, bis später, oh rein. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Dortmunder wieder selten dämlich ein 2-0 verspielt, 2-2 ausgegangen. Bayern damit so gut wie deutscher Meister. Pizarro, der Rentner, mit seinem Rollstuhl kam er angefahren, hat das Ding reingehauen, 2-2. Ja, was soll man dazu sagen, Freunde? Dortmund selten dämlich wieder, muss man einfach so sagen. Alle Dortmunder, die wieder jetzt haten, ja, gebt ruhig den Daumen nach unten, macht es ruhig, ist mir egal, gebt ruhig den ja, Daumen nach unten. Ihr könnt mich hier an den Eiern, wo wir sind oben, wir sind Nummer 1, nicht ihr, ihr sind ganz oben, an den Eiern könnt ihr mich, wie gesagt, an alle Dortmunder, die immer haten. Wie gesagt, es gibt auch korrekte Dortmunder, denen gönne ich den zweiten, also denen würde ich so gesagt den ersten Platz gönnen, hätten die so wie die Hinrunde gespielt, muss man ganz klar sagen, verdient, dass Bayern deutscher Meister wird, ist einfach so, muss man sagen, Freunde, ist meine Meinung, schreibt gerne eure Meinung da rein. Ich werde wahrscheinlich auch wieder ein paar löschen müssen, weil wieder ein paar Dortmunder, ja, wieder gegen die Wand laufen nach dem 2-2. Ist aber auch klar, nach 5, 6 Jahren träumt man mal wieder deutscher Meister zu werden und spielt eine Rückrunde, ja, die zum Kotzen ist, muss man einfach ganz klar sagen. Ja, da hat man es einfach nicht verdient, wenn man 10 Punkte Vorsprung hat und dann sagt, oh, vielleicht werden wir deutscher Meister, vielleicht auch nicht. Das ist Angsthasen. Da muss man doch sagen, klar, wir werden deutscher Meister, fertig. Und ja, die Bayern alles richtig gemacht, die Punkte eingefahren, jetzt noch 2 Spiele. Und dann wird das Double eingefahren, bin ich mir sicher, Freunde. Schreibt auch gerne, wie gesagt, eure Meinung dazu rein. Also wer so dumm ist, 2-0 da verspielt gegen Bremen. Okay, Bayern ist das im Pokal auch passiert, aber die haben da noch gewonnen und Pokal ist immer noch was anderes. Und ich bin mir sicher, das darf einfach nicht passieren. Also das darf nicht passieren, dass eine Mannschaft, die angeblich so hohe Qualität haben will, dass die so viele Punkte unnötig verspielt. Also man muss ja sagen, hätte Dortmund die Hinrunde, besser gesagt, die Rückrunde so wie die Hinrunde gespielt, wären die verdient deutscher Meister geworden. Wie gesagt, das muss ich einfach so sagen. Das hätte ich dann auch anerkannt, aber es ist nicht so passiert, Freunde. Wie gesagt, ihr könnt das Video gerne haten an, ja, jeden anderen. An die Bremer, vielen Dank. Könnt ihr gerne alle Daumen hoch geben, Pizarro Maschine. Jeder, der das Video gefällt, Freunde, gebt allen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen, Freunde. Und dann würde ich auch sagen, wäre es das mit diesem Video gewesen? Wenn es euch gefallen hat, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Gerne was in die Kommentare schreiben. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.